Mal war das Area 51 oder? Auf jeden Fall ist er Las Vegas in Mojave. Ich weiß gerade nicht wegen Area 51. Auf jeden Fall müssen wir nach Area 51. So, hier ist ein Kaktus. Ich weiß nicht, ob der wie eine Stachel agiert und uns tötet. Aber ich bin nicht drauf aus, es herauszufinden. Hier verändert sich dann der Boden auf einmal zu Fels. Nachvollziehbar, nicht? Das ist eine Kiste. Naja, eher ein Steinblock, aber man muss es ja als Kiste bezeichnen, sonst sind es keine Kistenrätsel. Da war Schrottflintenmunition. Was eigentlich total sinnlos ist. Ich zeig nachher warum. Wie gesagt, alles nachher. Wer das Spiel nicht kennt. Okay, da kann man so nicht hoch. Ist ja gut, Spiel. Ich weiß, du trollst mich gerne, aber ich meine, ich troll dich auch gerne, aber nee, nicht wirklich, also nee. Nochmal speichern. Ich speichere oft und gerne. Weil ich ein Speicherfreak bin. So, da unten ist Stacheldraht, mögen wir nicht. Da unten gibt es Secrets. Aber keinen Bock. So, wo ging's jetzt hier lang? Hier. So, da ist der Weg. Was ist das hier für ein Riesenteil? Es ist irgendwas auf jeden Fall. Und deswegen, einfach weil es etwas ist, mögen wir es. Oh mein Gott! Das kam sehr überraschend. Hallo. Ich glaube, das sollte wieder so eine... Hey, ich erschreck dich, obwohl ich eigentlich voll sichtbar bin. Sache sein. Und so. Hier müssen jetzt aber wieder Falken kommen. Falken? Hallo? Falken? Okay, keine Falken. Vielleicht sind es die Falken, die ich eben schon getötet habe. Naja. Hier gibt es dann ein riesengroßes Medipack. Oh yeah, Medipacks sind toll. Und wenn man hier hinjumpt, springt, bringt es einem rein gar nichts. Deswegen wieder zurückgehen. Dann frage sich jetzt vielleicht, wo zur Hölle müssen wir hin? Die Antwort liegt auf der Hand. Hierhin. So, nee, da müssen wir nicht rauf. Wir gehen einfach direkt hier drauf. Und jetzt springen. Wow! Oh, knapp. So. Und jetzt sind wir auf diesem Teil drauf. Was bringt uns das? Hier geht's rein. Ich würde sagen, wir sterben eine Runde. Aber Wasser ist unser Freund. Water is our friend. Water is our friend. Lara ist anscheinend keine Wasserratte, sonst hätten die nicht geschrien im Angesicht des Wassers. Aber Water ist trotzdem our friend. Und wir speichern nochmal, weil ich ein Kontrollfreak bin. Warte mal, was? Egal. So. Hier gibt's jetzt übrigens, danke Lara. Eine Leiter, die aussieht wie eine sehr detaillierte, symmetrische Abbildung von irgendetwas. Von einem Mann mit Schnäuzer, der sehr viel Schnäuzer hat. Hier geht's dann... Ach so! Bin ich tot? Ich bin nicht tot. Wow. Ja, deswegen springe ich direkt vor Freude nochmal hier rein.
Da gibt's Schrotflintenmunition. Keine Ahnung, warum ich das aufsammle, aber ich sammle es auf. So, und hier hinten gibt's noch was. Ah. Wo ist die Munition? Ja. Wo ist die Munition? Das war's, glaube ich. Also machen wir weiter. Ah, ne, da hinten sind noch Fackeln. Oh, und hier ist noch mehr Uzi-Munition. Alter. Dieser Fluss ist ja eine Goldgrube. Ich sag's euch, wortwörtlich, Gold. Morgenstund hat Gold im Mund. Und Nevada auch. Da oben glitzert ein Lebenskristall. Soll wohl heißen, da können wir wohl mal hin, wenn wir groß sind. Soll ich ehrlich sein, ich mag dieses Level. Wups, das mochte ich jetzt nicht. Ich mag dieses Level, weil es hier weniger Fallen gibt als in Indien. Und ich mag keine Fallen. Nicht wirklich, weil da fällt man dann immer. Das ergab keinen Sinn. Egal. Ach so, ja, das geht. Ja. Gut, kümmern wir uns nicht drüber rum. Was? Egal. So, da waren wir schon drin. Das heißt, wir müssen noch hier rein. Oh, da gibt's noch mehr Schrotflintenmunition. Gut, ansonsten gibt's hier aber anscheinend nichts. Deswegen müssen wir wohl woanders hinschwimmen, nehme ich an. Ja, aber nicht über Wasser. Über Oberwasser, genau, über Wasser. Das dauert mir zu lang. Schwimmen wir jetzt da... Wow, ich kann heute echt nicht reden. Schwimmen wir tatsächlich stattdessen unter Wasser, kommen wir viel schneller zum Ziel, was natürlich Sinn ergibt. Weil Lara zu pingelig ist. Ich meine, ich verstehe es nicht. Wenn sie ihr Kopf, wenn sie ihren Kopf über Wasser hat, dann schwimmt sie nur so langsam und sie ist immer, oh, meine Haare dürfen nicht nass werden. Oh. Und wenn sie dann taucht, dann werden ihre Haare doch nass. Also ich verstehe diese Frau nicht. Niemand versteht sie. Wo soll denn jetzt lang? Dieses Spiel ergibt einfach keinen Sinn. Hier ist doch gar nichts. Hä? Oder ist das jetzt sowas Lustiges im Sinne von, haha, hier unten gibt's ganz viele Secrets und alles, aber wenn du hier runter bist, dann kommst du nicht mehr weiter. Hä? Ich hoffe doch sehr nicht. Natürlich. Das ist jetzt nicht echt so, oder? Nein, 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 auf keinen Fall. Allein schon nicht, weil es nicht möglich ist, weil hier ein Block ist. Aber mit diesem Block kommt man nicht hier hin, sondern da, wie jetzt. Das geht nicht. Das ist schlecht. Das heißt nämlich, das ist wirklich sowas im Sinne von, hey, du bist jetzt hier, aber du kommst nicht weiter. Weil du hier hingegangen bist. Irgendwie muss man doch zurückkommen. Im Ernst. Man muss auf die andere Seite und dann dahin und dann... Bla. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ich speichere nochmal. Kein Bock hier die ganze Zeit wieder hochzulaufen. Komm schon. Ah, okay. Man muss hier gar nicht dran. Okay, den Sprung werde ich nicht schaffen. Da ist nix. Oh, Schrotflintenmunition. Wie viel Munition? Alter. Das machen die extra. Das ist sowas von assi von denen. Core Design, ihr seid so Assis. Ich werde euch gleich zeigen, warum. Boah. Wie ich die gerade einfach nur töten will. Alle. Alle von diesen Typen. Ich meine, schaut euch, was wir jetzt alles haben. Wir haben 8 Schrotflintenschuss, 4 Desert Eagle Schuss, 14 Uzi Magazine eigentlich. Das heißt, wir haben 14 mal 30 Schuss, also glaube ich weniger. Bei der MP5 haben wir auch 12 mal 30 Schuss anscheinend. Dann haben wir noch... Oh mein Gott. Das sind wirklich Arschlöcher. Egal.
So, ich muss jetzt, glaube ich, da oben dran. Ja. Dazu zuerst hier drüben hin. Wenn ich jetzt ganz viel Glück habe, nachdem ich gespeichert habe. Warte mal, so klappt das nicht. Oh, danke. Danke, Spiel. Hab dich auch lieb. Komm schon, nein. Das Spiel hasst mich. Versuchen wir es nochmal von hier. Du kannst nicht... Stimmt, der Block war ja unhangelanbar. Was Sinn ergibt. Ich spring mal von hier, vielleicht klappt das ja. Was war das jetzt? Naja, gut. Tun wir einfach so, als wäre das nicht passiert. Nein. Ach so, jetzt lässt du einfach los. Ja, das geht natürlich auch. Hält sich gar nicht mehr fest. Lustig übrigens, wie der MP in der... Ja, wie der Military Police Kerl in der Cutscene... in der Loading... Im Loading-Bildschirm, Ladebildschirm. Eine Desert Eagle hat, die sowas von... Die zwar eine Desert Eagle ist, aber... Die Desert Eagle, die man hier im Spiel findet, sieht sowas von überhaupt nicht nach einer Desert Eagle aus. Aber gut. Hier kann ich nicht drauf. Nein. Natürlich nicht. Das wäre auch nett gewesen. Das hat mir auch nicht viel gebracht. Eigentlich gar nichts. Aber egal. Dass sie das Laden und Speichern so umständlich machen mussten. In Teil 4 bis 5 hat es sich besser gemacht. So. Da oben kann ich auch... Ich glaube, man soll da oben lang. Kann das sein? Versuchen wir es. Ach so, du hältst dich jetzt nicht mehr fest, oder was, Lara? Lara, hast du eine Phobie gegen Stein oder so? Bist du irgendwie allergisch? Lagergisch, genau. Allergisch gegen Stein? Das ist lächerlich. Stimmt, hier war ja was. Och Mann, ich lade. Meine Fresse, ey. Das Spiel kann einem aber auch das Leben, beziehungsweise... Oh, sorry. Den Tod zur Hölle machen. Das Spiel hasst jegliche Menschen. Ist eigentlich gar kein Ausdruck. Es hasst jegliche Lebewesen auf der Welt, die es gibt. So, und hier oben können wir jetzt dran, nicht wahr? Du kannst das... In diesem Teil noch nicht. Das ist ein Witz, oder, Lara? Du verarschst mich. Warum ist das da? Zum Spaß oder was? Das ergibt keinen Sinn. Wenn Lara das in diesem Teil noch nicht kann. Okay, wo komme ich hier? Hier? Wo komme ich hier? Komme ich hierher oder wo komme ich her? Ja, ich komme, genau, ich kann mich an eine Wasserfahrt erinnern. Wasserfahrt jetzt nicht wirklich, aber egal. So, auf jeden Fall muss ich wohl hier lang. Wow. Ach so, Lara, du hältst dich nicht mehr fest. Die hat echt eine... was soll das? Die hat eine Phobie gegen verdammten Fels. Warum? Warum, Lara, du verfickte... dumme Frau? Warum muss der Protagonist eine Frau sein? Ah. Ich schwöre euch, wäre es ein Mann, wäre es viel besseres Spiel. Wäre es auch nicht so schwer. Ist ja nicht so, dass ich frauenfeindlich bin, aber... Ich meine, Männer sind Soldaten und nicht Frauen. Männer können schießen und nicht Frauen. Das hat nichts mit frauenfeindlich zu tun. Warum? 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 Lara, du verfickte Hure. Das gibt's echt nicht. Ich meine, selbst ich würde das schaffen. Aber Lara kann es einfach nicht. Lara ist einfach... Nee. Lara sagt das strikt. Mach ich nicht. Ich springe lieber ins Wasser. Ich kühle mich ein bisschen ab, obwohl ich Wasser hasse.
Und ich gehe auch nicht den einfachsten Weg. Nein, ich springe lieber ein bisschen rum, weil springen ist das, was ich am besten kann. Ich kann nicht reden, ich kann nur springen. Genau wie Shell. Oder Chell. So, gut. Das Spiel hasst mich, deswegen machen wir den Sprung jetzt mal mit Anlauf. Wow, unglaublich. Machen wir diesen Sprung mit Anlauf? Nein. Wehe, du hast wieder eine Phobie. Ich hätte sie umgebracht. Dann wäre der Sprung übrigens nicht machbar gewesen. Egal, ob lange oder kurz. Was war das? Falke. Du möchtest den Falken anschießen, Lara. Lara, ich wähle mit der Hand und sage, du möchtest den Schalken töten. Dankeschön. Hey, meine Jedi-Kräfte funktionieren ja doch noch. Okay, bitte spring nicht drüber. Okay, du bist drüber gesprungen, aber ist nichts Schlimmes passiert dadurch, dass du das getan hast. Wisst ihr was? Ich möchte nochmal speichern. So, muss ich jetzt da drüben hin? Nein, ich muss hier wohl drauf. Ein bisschen weiter nach rechts. Tatsache. Du möchtest gehen, dankeschön. Du möchtest springen! Ach so. Auf welche Etage muss ich jetzt? Muss ich hier hoch? Nein. Aber cooler Hintergrund. Sieht wie in Red Dead Redemption aus. Hab da schön geklaut, obwohl Red Dead Redemption viel später rauskam. Aber ist egal, ihr habt trotzdem geklaut. Core Design. Ihr bösen Leute. Hey, Secret, das war jetzt aber auch sau schwer versteckt. Weißt du, das ist so eine Zeitverschwendung. Ich habe gar keine Desert Eagle und ich werde auch keine bekommen bis ins nächste Level. Es ist sinnlos. Ne, MP5 habe ich übrigens auch nicht, wem es noch nicht aufgefallen ist. Nö. Das ist sinnlos. Okay, das Secret bringt eigentlich nur was im Sinne von Secret gefunden im Ladebildschirm. Weil man diese Dinge nicht braucht. Sag ich mal so. Verschiebt sich einfach der Sprung. Ach ja, genau, man muss hier erst drauf. Ach ja, und man muss dafür nach oben. Also nach rechts. Oben, ne? Genau. Du möchtest den Sprung schaffen, Lara! Das hat sowieso... Ist das unglaublicherweise geklappt. So, nicht beachten. Oh, oh. Hey, eine Schlange, die mal fair gesetzt ist. Unglaublich. Normalerweise wäre die jetzt im Gebüsch gewesen. Das heißt, man hätte die nicht erledigen können, ohne vergiftet zu werden. Das wäre ziemlich unfair gewesen. Oh mein Gott! Das kam schon wieder unglaublich überraschend. Wow. Hehe. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ist ein Scherz. Okay, das Spiel hasst mich. Nicht im Ernst. Das Spiel hasst mich noch viel mehr. Du möchtest den Sprung schaffen, danke. Wow, eine Schlange, die mal vergesetzt ist, stirbt. So, und jetzt, wow, das kam sehr überraschend, also wow, wow. So, Speicher. Ich möchte da drüber springen, nehme ich an. Hier drüber. Nein, möchte ich nicht. Das ist auch mal wieder eine Fairness vom Spiel. Man kann nicht sehen, was einen erwartet, muss einfach blind springen. Blinde Sprünge sind eh das Beste. Ach so, also das bringt einen auch in den Tod. Ja, das ist sehr logisch. Das ergibt Sinn. Und so. Hätte man da auf die andere Seite springen müssen? Nein, da komme ich ja her.